Hi, willkommen zur digitalen Werkstatt. Mein Name ist Lucian und ich möchte heute mit euch gemeinsam Bauhaus zu Hause machen und dabei zum kunstschaffenden Ingenieur werden. Kunst machen wie ein Ingenieur, geht das? Laszlo Mohorodinocz, der Bauhausmeister, hat beides stets versucht in Einklang zu bringen. Und er stand damit für einen Wandel innerhalb des Bauhauses wie kein zweiter. So entwickelte er zum Beispiel die Telefonbilder und genau die möchte ich heute mit euch nachempfinden und sie selber zum Spiel machen. Das heißt, 1923 rief er in einer Weimarer Emaillefabrikationsstätte an, selbst mit einem Rasterpapier vor sich, auf dem ein Entwurf eingezeichnet war. Am anderen Ende des Telefonhörers ein Facharbeiter, ebenfalls mit einem Rasterpapier, der den Entwurf nun also via Telefonansage in sein Papier übertrug und dann letzten Endes von Laszlo den Auftrag erhielt, genau diesen Entwurf in drei verschiedenen Größenverhältnissen dann auch zu realisieren. Und genau die möchte ich heute mit euch nachempfinden und sie selber zum Spiel machen. Dafür braucht ihr als erstes ein Bild und als zweites jemanden, der sich von euch dieses Bild diktieren lässt, sodass er es nachmalen kann, ohne es zuvor gesehen zu haben. Um dieses Bild zu entwickeln, zu entwerfen, müsst ihr nun selber zum Ingenieurkünstler werden. Ihr braucht als erstes ein Raster, vielleicht wie beim Schachbrett, mit einer Buchstabenreihe und einer Zahlenreihe bestückt, damit ihr darin navigieren könnt. Und dann müsst ihr loslegen und innerhalb dieses Rasters versuchen, ein Bild zu entwerfen. Dieses Bild nun versucht ihr eurem Spielgefährten zu übertragen, indem ihr es ihm anhand des Rasters zu erklärt. Dafür muss er sich natürlich selber das gleiche Raster aufzeichnen und los geht's. Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Postet's auf allen Kanälen, auf die ihr Lust habt. Benutzt gerne das Hashtag digitale Werkstatt, dann können wir es auch sehen. Oder schickt uns eine Direktnachricht. Viel Spaß!